Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei Northern Delight, eurem Technik- und Lifestyle-Channel. Ich möchte euch heute das Solar Power Dock von A-Solar oder A-Solar vorstellen. Das ist ein zusätzliches Akkupack und wie ihr seht, hier speziell für iPod, iPhone und iPad. Ihr könnt damit aber auch alle anderen Geräte, die normalerweise per USB mit Strom versorgt werden, wieder auftanken, wenn ihr mal nicht an eine Steckdose oder an einen PC kommt, wo er das sonst üblicherweise macht. Wie das funktioniert und welche Besonderheiten das Solar Power Dock hat, das zeige ich euch gleich nach dem Cut. So schaut es aus, das A-Solar Power Dock, wenn ihr es aus der Verpackung holt. Es ist ungefähr so groß wie ein iPhone, aber mehr als doppelt so dick. Aber da versteckt sich ja auch ein kräftiger Akku drin. Aber zu den technischen Daten kommen wir gleich nochmal. Die Oberfläche hier ist leicht gummiert, fühlt sich sehr gut an. Die Verarbeitung allgemein perfekt, finde ich. Also ist nichts daran auszusetzen. Hier auf der Rückseite haben wir zwei Anschlüsse, zwei Stecker, einmal Mini-USB, damit ihr das Gerät aufladen könnt und dann ein USB-Anschluss, damit ihr Geräte dort mitladen könnt. Wir haben aber auch noch einen Dock-Connector drin, das zeige ich euch gleich mal in der Detailaufnahme. Hier auf der Rückseite ist eine große Solarzelle. Auch damit könnt ihr das Powerpack, das Akku-Pack wieder aufladen. Und technische Daten, 6000 mAh, das reicht, um mehrfach euer iPhone aufzuladen. Ich habe das jetzt zweimal bereits gemacht damit und der Ladebalken hier, der zeigt an, dass da noch wesentlich mehr drin ist. Jetzt habe ich euch schon den Ladebalken erklärt. Der ist hier unten. Wenn ihr auf den Knopf drückt, könnt ihr sehen, wie viel Kapazität der Akku noch hat. Zur Funktionsweise habe ich vielleicht noch gar nicht erzählt. Wer es noch nicht weiß, so ein Akkupack müsst ihr natürlich vorher aufladen. Das könnt ihr, wie schon erwähnt, am PC oder mit dem mitgelieferten Stecker oder Ladegerät eures Devices machen. Oder ihr macht es per Solarzelle. Wenn ihr es auf dem konventionellen Weg per Stecker und Schnur macht, dann dauert es ungefähr 4 Stunden, bis er voll aufgeladen ist. Wenn ihr es kostengünstig und umweltfreundlich durch die Sonne machen lasst, dann dauert es 16 Stunden. Aber das ist ja kein Beinbruch, denn die Kapazität ist groß genug, wie gesagt, damit ihr mehrfach euer iPhone aufladen könnt. Und wenn ihr das dann tagsüber, zum Beispiel wenn ihr auf Reisen seid, ins Auto legt, aufs Armaturenbrett oben legt, wenn ihr parkt oder wenn ihr fahrt, dann lädt er sich ja auch jedes Mal gleich wieder auf. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar Details. Ich habe ja versprochen und gesagt, da ist eine Docking Station drin und die verbirgt sich hier unter der Klappe. Die schieben wir einfach auf und dann haben wir hier den Dock Connector drin. Aber da gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail. Das Dock befindet sich unter dieser Klappe. Wenn wir das beiseite schieben, dann kommt der Dock Connector zum Vorschein. Der Clou der Sache ist, dass das Ganze beweglich gelagert ist. Das hat den Vorteil, dass die ganze Belastung, wenn sich das iPhone oder das iPad oder das Gerät, was ihr dort anschließt, sich an diese Rückseite legt, dass dann nicht die ganze Belastung auf dem Dock Connector sitzt. Wir können das jetzt mal mit dem iPhone ausprobieren. Wir schieben es rein. Ihr hört schon, es wird geladen. Und wir haben dann hier noch sehr viel Platz und es kann sich ganz bequem hier an die Rückwand ablegen. Das gleiche probieren wir jetzt noch mit dem iPad und ich hatte ja gesagt, das hat bei mir noch eine Schutzhülle drauf und auch das passt hier wunderbar rein und das ist halt der Vorteil, dass dieser Dock-Connector beweglich ist. Da kann man auch noch wesentlich dickere Schutzhüllen an seinem iPad haben oder an seinem iPhone haben, als dieses hier der Fall ist. Und ihr seht, auch da haben wir noch ausreichend Bewegungsfreiheit. Das Ganze steht sehr sicher. Man kann also sogar, wenn ihr jetzt eine Tastatur zum Beispiel habt, da noch mit vernünftig arbeiten. Oder wenn ihr so irgendwie ran müsst, funktioniert das auch alles noch wunderbar. Hier auf der Rückseite können wir nochmal sehen, die Anschlüsse, hier der USB-Anschluss, wenn ihr andere Geräte damit laden wollt und der Mini-USB-Anschluss, um das Gerät am PC oder per Stecker aufzuladen. Und auf der Vorderseite haben wir dann die Ladekontrollanzeige, wenn ihr hier den Knopf drückt, dann
zeigt euch der Ladebalken an, wie viel Kapazität noch im Gerät vorhanden ist. Wir sind fast am Ende angekommen unseres Reviews über das Solar Power Dock von Asolar. Uns gefällt es wirklich sehr gut und wir werden es auf jeden Fall im Urlaub mitnehmen, denn für solche Zwecke ist es ja besonders gut geeignet, dass man, wenn man in Situationen ist, wo man keinen Strom hat oder keine Steckdose hat, dass man dort sein Telefon, was ja manchmal auch sehr wichtig sein kann, wieder mit Energie versorgt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich, sehr gut. Es kostet, die unverbindliche Preisempfehlung ist 79 Euro. Wir haben es bei Amazon für etwas über 59 Euro gesehen. Also für die Leistung ein sehr günstiger Preis, wie wir finden. Von uns gibt es dafür auch eine Kaufempfehlung. Die Links, wie immer, setzen wir euch unten unter das Video und die findet ihr auch bei uns nochmal im Blog. Da gibt es auch nochmal jede Menge Fotos und Detailaufnahmen vom Solar Power Dock. Und schaut dort einfach mal rein. Dort könnt ihr auch kommentieren und Fragen stellen, wenn ihr noch etwas wissen wollt. Ich sage jetzt erst einmal Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns immer über einen grünen Daumen. Und deswegen sage ich jetzt auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Holger.